Liebe Zuschauer, servus. Wir sind in einem wunderschönen Gebäude in Orlei mit unserer Ortschaft der Woche. Und man darf es sagen, im weltweit größten Orgelzentrum. Der Chef und der leidenschaftliche Mensch, der dahinter steht, ist er. Das ist der Dr. Sixtus Lampl. Erst einmal servus, schön, dass Sie Zeit haben. Grüß Sie. Grüß Sie. Ein Doktor in der Kunstgeschichte. Mit Musikwissenschaft als zweitem Fach. Das vermute ich fast, und mit einer großen Orgelleidenschaft, weil Sie wahrscheinlich selber Orgel spielen. Ja, schon ab dem 11. Lebensjahr und bin also auch der Dienstälteste im ganzen Landkreis, wenn nicht drüber hinaus. Spielen Sie auch in Kirchen? Sind Sie also Organist? Ja, auch. Aha, und dann das andere ist Kunstgeschichte und damit dann Amt für Denkmalpflege in München. Und ich habe dann das auch sehr schnell gespannt, dass man mit dem man mit Orgeln was machen kann. Wir sind schon am Eingang hier, geht's schon los mit den Orgeln. Ja. Woher kommt denn die Leidenschaft, dass man kann ja sagen, man ist Organist, man ist der Kunstgeschichte und der Musik zugewandt, aber dass man dann in der Dimension auch sich dieser Sammelleidenschaft hinwendet, das ist ja ein Aufwand. Die war nie geplant von Anfang, sondern es ging los mit der großen Orgel von St. Martin in Landshut und diese sollte einfach verschwinden. Neu gebaut werden. Und das war die letzte große romantische Orgel von ganz Bayern. Und um die habe ich mich natürlich sehr bemüht. Und nachher sind nach und nach und nach immer weitere Orgeln dazugekommen, um die sich auch einer bemühen musste. Wenn man einmal angefangen hat, oder Herr Dr. Lampl? Ja. Betreten wir mal, das alte Schloss Valais hier? Sie leben auch hier? Ja, es geht nicht anders. Ich bin ein gebürtiger Schlierseher, meine Frau ist auch von da drin, aber wir können das nicht allein lassen und darum sind wir also auch hier heraus. Ja, jetzt vor allen Dingen, wie viele Orgeln haben Sie denn? Ja, insgesamt über 60 komplette Orgeln. Ein Bestand, der ist weltweit einmalig. In wie vielen Jahren haben Sie das alles zusammengebracht? Ja, so ungefähr seit 1980, 83, da ist es losgegangen. Richtig. Und jetzt wäre so eine neue Orgel dazugekommen. Ja, jetzt werden wir wieder. Ganz kurz zu diesem wunderbaren Stück, woher kommt das? Das ist der Spieltisch der Domorgel in Fulda. In Fulda? Ja, also wunderbar, auch in Holz, aber er ist mit elektromagnetischer Steuerung für die ganze Orgel und das wollte man nicht mehr und darum ist der Spieltisch frei geworden und die Orgel ist ganz und gar umgebaut worden. Da oben habe ich entdeckt, es wurde von vornherein gesagt, das ist ein sehr teures Stück, wollen wir da mal hoch die Treppen? Ja. Ja? Bitteschön. So, erster Stock und da gerade angekündigt, das ist ein wertvolles Stück, oder? Ein wertvolles Stück, es ist derzeit die älteste spielbare, die bei uns da ist. 1700, Gehäuse und noch älter die Pfeifen. Allerdings, die Metallpfeifen, die waren alle geklaut in der Kirche, wo sie stand, weil da die Empore nicht verschlossen war. Und wir haben also die dann mit alten Pfeifen wieder ergänzt. Wer baut Ihnen denn die ab und wer holt sie und wer baut sie wieder auf? Machen das alles Sie oder haben Sie da Unterstützer? Ja, das mache ich grundsätzlich selber. Und Unterstützer haben wir natürlich zwei Leute, die also Ingenieure waren und die auf Orgelbau umgestellt haben. Was macht denn? Dürfen wir da mal eintreten? Das ist aber eine Kapelle. Oh ja. Oh! Was macht denn eine wertvolle und eine gute Orgel aus? Ist es allein das Alter oder ist es die Struktur, wie es aufgebaut ist, Material? Was macht eine wertvolle Orgel aus? Eine wertvolle Orgel macht dann letztlich der Klang aus. Mhm. Der Klang wird gebildet durch verschiedene technische Dinge, die aus verschiedenen Zeiten stammen. Bei der Barockorgel, dort vorne rechts, da ist es also nun die Windlade. Und das ist ein Werk, das um 1930 auch völlig verwahrlost aufgefunden worden ist im Kloster Not Gottes und von Steinmeier dann wieder restauriert worden ist und voll bespielbar ist. Dann gibt es natürlich im 19. Jahrhundert andere Gesichtspunkte, das heißt also mehr verschiedene Klangwirkungen. Und der Klang, der dann insgesamt auf das Ohr kommen soll. Und dann haben wir da eine ganz große Orgel aus Gößweinstein. Da hinten im ganzen Anbau. Ach, da Anbau. Kommen die Flöten hoch, die Pfeifen. Und die ist also eine Orgel, die man nicht erkannt hat in ihrer Bedeutung. Ja. 1939 gebaut und war damals eigentlich das, was erst wieder seit 2000 als Ideal da ist, dass man die Verbindung von barockem Klang und romantischem Klang zusammenbringt.
Das können Sie auch, ich meine, Sie können alles bespielen, oder? Ja. Dürften wir da mal den Klang hören von dieser Orgel? Wie alt ist diese? Das ist also zusammen praktisch 1939. Also wo haben Sie die her? Und der Spieltisch, das ist eine große Besonderheit, der ist aus dem Kloster Einsiedeln in der Schweiz und war einer der Spieltische der fünfteiligen Großorgel, die dann unglücklicherweise bei der Restaurierung der Kirche hinausgeworfen wurde. Ja. In der Schweiz ist man sehr traurig darüber. Aber jetzt hast du Dr. Lampe. Bitte schön, wir würden mal gern was hören, wie das klingt. So. Also ich mache dann den Schalter, denn das geht natürlich elektromäßig, den zu betreiben. Da müssten wir fünf Leute unten haben, die Blasbalken. Gleichzeitig. Mhm. So, also es geht von ganz leise, die Register, und geht auch zunächst romantisch. Ja. Oder es geht so. Oder es geht mit einer Holzflöte. Da war dann mal ein bedeutender deutscher Organist da aus Mannheim und hat gesagt, es ist ja schade, dass solche Register nicht heute wieder gebaut werden. Und das ist natürlich ein Problemfall. Der junge Orgelbaumeister, mit dem ich die Orgel ein Jahr lang aufgebaut habe, der wollte das Register wegschmeißen. Ist halt zu romantisch. Nein, das geht nicht. Darf ich mal genau die Waldflöte oder wie das klingt? Das klingt so schön, Waldflöte. Ja. Da ist Waldflöte. Ah, das ist eine sehr hohe, da mache ich mit der Rohrflöte zusammen. Lieblich. Es gibt noch ganz große Orgeln, liebe Zuschauer. Da werde ich mit dem Dr. Lampel in ein anderes Gebäude mich begeben. Das sehen Sie dann gleich, liebe Zuschauer. Ja. Da sind wir also immer noch in Valais, im weltweit größten Orgelzentrum und jetzt auch bei den größten Orgeln, die der Herr Dr. Lampel auch hier aufgestellt hat. Erst einmal zu diesem schönen Gebäude. Das schaut aus wie ein Stodel, oder was war das? Es war ein Sägewerk und ist von Friedrich Zollinger in der Notzeit des Ersten Weltkrieges entwickelt worden. Die ganze Tragkonstruktion ist praktisch ein Holzstapel, wenn man es zusammenrechnet, einen Meter breit, einen Meter hoch und 5,30 Meter Länge. Schöne Akustik hier? Hervorragend. Sonst hätten Sie die Orgeln hier nicht aufgebaut. Ja, weil es ja von vorn bis hinten sozusagen in der gleichen Strahlung von den Tönen auf den Zuhörer kommt. Ob Sie vorn sitzen oder hinsitzen, ist völlig wurscht. Ob links oder rechts sitzen, ist auch völlig wurscht. Das muss ich aber mal fragen. Temperatur, Außentemperatur, Lagerung dieser Orgel, das ist doch auch wichtig, ja, oder? Also wir versuchen, dass wir 18 Grad Celsius haben. Mhm. Jetzt haben wir vielleicht 17,5 Grad zurzeit. Mhm. Und daher haben wir die Fenster auch zugemacht mit Laden innenseitig. Mhm. Und die Temperatur ist in den Wänden drin. Da hat der Denkmalpfleger Lampel sich natürlich was Besonderes ausgedacht. Überall hat er mitgedacht. Darf ich mal ein bisschen nachfragen? Das ist ein erstaunliches Stück mit ganz vielen Registern. Ja. Wo kommt diese Orgel her? Das ist der Spieltisch aus St. Lorenz in Nürnberg und ist damit der zweitgrößte deutsche historische Spieltisch. Größer ist nur noch der von Passau und der hat eine technische Besonderheit, was jetzt in allen Orgeln, weltweit Großorgeln eingebaut wird, nämlich eine elektromagnetische Vorwahl der Register. Und das werden wir dann wieder herstellen mit den Pfeifen, die ursprünglich mit dieser Orgel mit diesem Spieltisch bespielt worden sind, die werden wir aufnehmen und die kann man dann hier wieder über Lautsprecher hörbar vorführen. Das ist allerdings nicht ein uraltes Museumsteil, sondern das ist das modernste, was es zurzeit in Orgelbau gibt. Dann haben wir die Orgel aus Pleinfeld zuletzt. Es ist ja ursprünglich gebaut worden und war die erste in München gebaute Rokoko-Orgel und kam dann in den Deutschordensbereich. Haben Sie nachrestauriert? Wir haben also dann nur das Pfeifenwerk und die Windladen übernommen. Alles andere war kaputt und darum haben wir ein völlig neues Gehäuse im Sinne des alten Orgelbaumeisters Antonius Bayer
hergestellt. Herr Dr. Lampel, jetzt muss ich schon mal fragen, wo finden Sie die? Ich frage jetzt ganz banal, gibt es da Blätter, wo Sie sehen, ah, diese Orgel soll aufgelöst werden und dann fahren Sie da hin und sagen, ich brauche die aber? Oder gibt es da Expertenzeitschriften, Anzeigen, wo Sie das finden? Meistens ist es ja so, dass die Leute mich bei deutschlandweit kennen. Glaube ich. Und diese große Orgel aus Hamburg, aus der ehemaligen Schwedener Stiftskirche, da hat der Orgelsachverständige von Hamburg bei uns angefragt. Die linke, das ist dann die kleine grüne Orgel, die für Karl Richter gebaut worden ist. Und die ist dann gerade vor dem Verkauf nach USA, also nach dem Tod von Karl Richter natürlich, ist die uns gemeldet worden. Und dann habe ich gesagt, das geht nicht, dass die nach USA kommt. Ja, Sie könnten ja eigentlich überall sagen, das geht nicht. Aber irgendwann einmal muss man es ja sagen, weil das ist ja jetzt nicht die größte Orgel, die hier aufgebaut ist, mal fernab von dem. Ja. Es gibt ja auch noch größere, die Sie hier gelagert haben. Wir haben die Münchner Domorgel, haben die Orgel aus dem Kongresssaal des Deutschen Museums, haben es aus 14 Heiligen und so weiter. Aber wann sagt man Stopp, Herr Dr. Lampel, oder sagen Sie es nie? Jetzt eigentlich schon, weil irgendwo ist. Und jetzt sind sie allerdings auch etwas vorsichtiger, dass man sowas hören kann. Das erstaunt doch manche sehr, dass man sowas weggeschmissen hätte. Das ist dann wo schmeißt man denn sowas hin? Das ist ja unmöglich. Die werden natürlich zermalmt worden, zertätscht worden. Was Metall ist, wird an einen Metallhändler gegeben und das Holz wird verbrannt. Aus Ende. Nein, wir wollen das hören. Das ist jetzt die Größe, die jetzt hier aufgebaut wird. Dürfte Sie an den Spieltisch bitten? Wie viele Pfeifen haben wir denn da, Herr Dr. Lampel? Da haben wir fast 5000 Pfeifen. Achtung, jetzt wird es ein schöner Klang. Bitte schön. Zum Schluss, Herr Dr. Lampel. Die Orgel hat also die Möglichkeit, von leisesten Einstellungen bis zum gewaltigen Forte zu gehen. Lassen Sie sich aus, Herr Dr. Lampel. Was Kleines Ihnen vorführen. So, und dann kommt der große Klang beim Orgel. Konzert bzw. bei den Führungen machen wir es ja auch so, dass diese alle vorgespielt werden. Das klingt ja ganz fein. Und je kräftiger ich da einschalte, umso mehr Register kommen dazu. Ja, Wahnsinn, schön. Orgelzentrum in Valais. Volle Klang ist dieses.